Hallo, hier sind wir wieder zu einem neuen Kameratest und heute haben wir uns mit der Panasonic TZ91 beschäftigt und neben mir steht der Herr Spranger, der wird uns ganz viel über die Kamera berichten können. Ja, vorab, klar, was haben wir hier? Wie gesagt, ist das neueste Produkt in der Travel-Zoom-Kamera-Bereich von Panasonic. Die Kamera hat 20 Megapixel. Wir haben, wie es bei den Vorgängermodellen auch sind, einen 30-fach optischen Zoom. Was jetzt neu mit dazugekommen ist, ist der klappbare Monitor, der nach oben klappbar ist. Schön auch für die Selfie-Fraktion nutzbar, das Ganze. Wir haben, wie auch bei den Vorgängerfunktionen, ein Multifunktionsrad dazugekommen, wo ich meinen Zoom, meinen Fokus oder andere Möglichkeiten auflegen kann. Ich habe das traditionelle Touch-Display hinten, wo ich meinen Fokuspunkt oder auch andere Möglichkeiten habe einzustellen. Ich habe meinen Super weiterhin mit dabei und halt die bekannte Wi-Fi-Funktion, wo ich über mein Smartphone oder Tablet das Ganze steuern kann. Also die Wi-Fi-Funktion ist bestimmt super praktisch, wenn man dann auch im Urlaub ist, weil wir gesehen haben, dass die Kamera kein eingebautes GPS hat. Genau. Aber es ist eigentlich eine gute Funktion. Wie gesagt, Panasonic hat absichtlich das GPS weggelassen, weil es halt auch wieder ein Punkt ist, wodurch der Akku weniger hält. Für die Leute, die es einfach nutzen wollen, gibt es die Möglichkeit in der App das Ganze mit den GPS-Tracking-Daten zu vervollständigen und damit können wir dann halt auch super die GPS-Daten nachher anhand der Software oder auch Google Earth mir anzeigen lassen, wo die Fotos gemacht werden. Gerade für eine Reise super praktisch, dass man dann nochmal sehen kann, wo war ich eigentlich und was habe ich genau gesehen. Oftmals sitze ich auch zu Hause bei meinen Reisen, gucke mir die Bilder durch und denk nochmal nach, wo war ich da überhaupt? Und das ist halt so ein Punkt, wo man die GPS-Daten wunderbar nutzen kann, um nochmal nachzuvollziehen, wo man war. Also auch Lightroom zum Beispiel nutzt das Möglichkeit in die Map-Funktion. Das ist halt alles super nutzbar. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und die Stärke dieser Kamera ist ja auf jeden Fall dieser 30-fach optische Zoom, dem ja ungeahnte Möglichkeiten in dieser kompakten Kamera ermöglicht. Das ist richtig. Also wie gesagt, es ist halt mit einer der stärksten Zoom-Kameras, die nun auf dem Markt ist. Der 30-fach Zoom geht halt von 24 mm Weitwinkel an. Das Schöne ist halt, ich bin für jede Situation gewappnet, das Ganze. Gerade für die viel reisen, ist es eigentlich die optimale Kamera. Was halt auch noch Zusatzfunktionen sind, gerade für die Leute, die viel Makro fotografieren, gibt es da die Möglichkeit des Fokus, des Post-Autofokus. Was bedeutet das Ganze? Wir machen mit der Kamera eine Aufnahme von dem Objekt, was wir fotografieren, und die Kamera nimmt alle zur Verfügung stehenden Autofokuspunkte, macht da ein Bild von, setzt das Ganze als Video zusammen und in der Kamera kann ich im Nachhinein aussuchen, welchen Fokuspunkt ich scharf stellen kann. Das heißt, es ist ja ganz schön, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blume fotografiere, da sitzt ein Insekt drauf. Oftmals will ich dann die Blume schön im Vordergrund haben, schön scharf haben und dann das Insekt. Aber oftmals, wie wir Insekten kennen, sie bleiben halt nicht so lange sitzen, wie ich will. Oder eine Biene, die gerade reinfliegt. Und mit diesem Post-Autofokus kann ich das Ganze machen. Anderer Punkt ist auch, wie ich schon gesagt habe, Insekten, die Biene, sie ist schnell weg. Ich nehme die Kamera, will eine Auslösung machen, schon ist die Kamera weg. Wenn ich das Ganze in 4K machen will, also 8 Megapixel Aufnahme, mache ich die Pre-Record-Funktion vorher rein. Das heißt, die Kamera nimmt vorher schon einige Bilder auf und dann, wenn ich den Auslöser drücke, nimmt sie dann 15 Bilder, die davor gemacht wurden, schon mit dabei und ich habe die Situation, wo die Biene dann wegfliegt oder genau sich draufsetzt, genau drauf. Und das ist der Vorteil halt der Panasonic oder dieser ganzen Panasonic-Technik mit der 4K Pre-Record-Aufnahmefunktion oder Post-Autofokus. Also das hört sich auf jeden Fall sehr gut an, weil es ist ja nicht nur auf diese 4K-Videofunktion beschränkt, wie an den meisten Kameras, sondern dass man halt auch diese Fotofunktion hat. Richtig, und diese 4K-Fotofunktion eröffnet mir natürlich deutlich mehr Möglichkeiten. Ne? Ich habe 8 Megapixel, was für einen Ausdruck in 13x18 bzw. 15x20 DIN A4 noch super aussieht, das Ganze. Ich kann aus einem Video, auch wenn ich ein Video nachher aufnehme, ich kann problemlos ein Bild aus einem Video rausnehmen. Ja, ohne dass ich da großartige Verluste habe, wie es früher bei Full HD war. Weil da hatten wir nur eine 2 Megapixel Auflösung, jetzt haben wir viermal so groß, also 8 Megapixel. Das ist schon eine sehr, sehr starke Auflösung. Ja, so viel zu den technischen Daten oder die technischen Finessen der Kamera. Aber ihr habt sie getestet. Was ist euch da so positiv aufgefallen? Genau, wir waren mit der Kamera im Herzen von Düsseldorf unterwegs, hinten am Köhlbogen und haben ein paar interessante Aufnahmen gemacht und auch viel rausgefunden über die Kamera. Und man merkt halt erst wirklich im Einsatz, was kann die Kamera und wo.
vielleicht die kleinen Schwächen. Genau. Was ist dir zum Beispiel am positivsten aufgefallen? Also ganz plakativ natürlich der enorme Zoom-Bereich. Also dieser riesige Zoom in so einer kompakten Kamera war schon erstaunlich und man konnte wirklich weit entfernteste Sachen super nah auf einmal ranholen. Und da war ich echt begeistert von der Größe der Kamera zum Zoom-Bereich. Auch wir haben mit den Zine-Programmen oder Kreativprogrammen viel ausprobiert. Ja, das finde ich auch sehr wichtig, weil viele Leute wollen jetzt nicht, was die Kamera halt auch kann, manuelle Einstellmöglichkeiten, aber auch mal selber was machen. Genau. Was kann da die Kamera oder was ist dir da positiv bei den Zine-Programmen aufgefallen? Dass wir also ein riesen Spektrum haben. Also es ist nicht nur ein, zwei Zine-Programme, sondern man kann über das Touchscreen ganz einfach die ganzen Zine-Programme anwählen und waren jetzt hinten am Köbogen und bei den Enden. Und dort hat man so einen speziellen Wasserfilter, der so Glanzlicht da rausholt. Okay. Und das war eigentlich ganz interessant, so eine nette Spielerei. Und ich denke, auf Reisen, gerade wenn man vielleicht das Meer fotografieren möchte, und bietet sich das an. Aber auch für Instagrammer oder Videoblogger gab es super viele Funktionen. Es gab zum Beispiel ganz interessant den schöneres Essen. Filter. Okay. Und gut, habe ich selber noch nicht ausprobiert. Was macht der? Sieht er dann mein Menü, was ich gekocht habe, deutlich besser aus? Oder was macht der Filter so ganz genau? Der hebt auf jeden Fall die Farben so ein bisschen hervor. Es wird ganz lebendig, also die Dynamik steigt. Okay. Und das Essen sieht einfach nochmal ein bisschen gepusht aus, wie man es vielleicht auch von Instagram-Filtern kennt. Mhm. Und das direkt in der Kamera. Ist super ja eine praktisch. Sache. Das heißt, ich muss ja gar keine Nachbearbeitung mehr zu machen. Nee. Das Ganze. Du hast ja das Thema Blogger gerade angesprochen, was ich halt selber im Verkauf immer merke, es wird immer wichtiger. Ne? Die Blogger-Community steigt, die Leute wollen immer mehr haben, aber dafür auch kleinere Kameras. Und das ist eine, wo du sagen würdest, von deiner Seite aus für Blogger wäre das auch eine, die man nutzen kann. Auf jeden Fall. Also weil sie gerade auch so kompakt ist, man kann sie überall mit hinnehmen. Sie liefert definitiv bessere Ergebnisse als die meisten Handys. Ja, Blogger, ganz wichtiges Thema, hast gesagt, es wird ja immer interessanter, immer wichtiger, weil die Leute, die bloggen, die wollen ja immer was Kleineres haben, was Kompakteres haben. Wie ist dein Feeling bei der Kamera für Blogger? Ein relativ gutes, muss ich sagen, weil sie ist super handlich, man kann sie überall mit hinnehmen und sie liefert schon meistens bessere Bilder als die üblichen Handyfotos. Und gerade dann in Kombination mit diesen Kreativfiltern kann man da einiges rausholen, aber auch mit der Konnektivität zu den Apps. Wenn ich die Kamera mit der App verbinde und die Fotos direkt im Tablet oder im Smartphone speichere, kann ich sie halt auch direkt hochladen in meinen Blog, auf Instagram, auf Twitter, überall, wo ich... Ja, das wird ja immer mehr. Konnektivität beherrscht die Welt, das Ganze. Und ja, gerade Panasonic ist da so einer der Vorreiter, die das eigentlich sehr, sehr gut machen. Wie waren die Eindrücke auch von der App, von der Steuerung her? Wie war die? Durchdacht und intuitiv, muss ich sagen. Also wir haben sie verbunden und man fand sich sofort in dem Menü zurecht. Okay. Wir konnten direkt alle Funktionen ausprobieren, die Blendeneinstellungen, auch die ganzen Programmwahl. Das kann man in der App vornehmen und es war echt praktisch. Also würdest du auch sagen, gerade für jemanden, der einsteigt, also du als Einsteiger, der jetzt nicht der Foto-Experte bist, würdest du als Einsteiger wirklich da auch mit zurechtkommen? Ja, auf jeden okay. Fall. Also ich würde mir eine Eingewöhnungszeit geben und die App, die bietet schon viele Funktionen. Für den Einstieg weiß man nicht, ob man sie jetzt alle braucht, aber man findet sich gut zurecht und es ist nicht so, dass man erstmal die Bedienungsanleitung durchblättern muss und alles nachlesen muss, sondern Learning by Doing ausprobieren und das finde ich, kann man mit der Kamera echt gut, weil es intuitiv ist. Genau, du sagst es als Blogger, was ich finde, wenn ich so typische Blogger sehe, wenn ich mir Blogs angucke, es gibt ja nicht nur Essensblogs, es gibt ja auch Reiseblogs und ich finde da ganz wichtig ist dann für einen Blogger die Selfie-Funktion, oder? Man muss überall ein Selfie von sich das selber stimmt. machen. Wir können es ja gerne mal für die Kunden zu Hause einfach mal zeigen, wie die Selfie-Funktion funktioniert. Es ist super einfach, man braucht nicht eigentlich groß was einstellen. Man braucht eigentlich nur das Display umklappen. Dann schwenkt es schon. Und dann machen wir jetzt einfach mal ein Selfie. Und schon ist das Selfie gemacht. Also wie gesagt, die Kamera braucht dann 3 Sekunden Vorlaufzeit. Gibt es da einen, um sich vielleicht nochmal vernünftig hinzustellen oder zu sehen, wie man ist? Ja. Gerade für Blogger
auch mal richtig stimmt mein Hintergrund, weil oftmals will man ja den Hintergrund noch schön mit dabei haben. Genau. Und ich finde, da ist dieses Klappdisplay auch sehr, sehr schön. Das heißt, ich musste noch ein zweites Handy mitnehmen und ich muss nicht irgendwas wegklappen. Das ist ja direkt einfach nur rumklappen und schon funktioniert es. Genau, und bei den meisten Handys ist ja die Frontkamera nicht so stark wie die Rückkamera. Mhm. Und hier gehen wir über den normalen Sensor. Über den normalen Sensor, über die Frontkamera. Das ist genau. Ja, super. Das ist, super, ja, ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Ansonsten kann ich ja noch mal von mir, meiner Seite auch sagen, was ich persönlich sehr, sehr schön finde bei der Panasonic, ist die Panorama-Funktion. Weil ich bin einer, der macht gerne Urlaubspanorama. Ich stehe schön am Strand und mache schön, damit die Leute zu Hause neidisch sind, was für einen schönen Strand ich habe. Und das geht ja mit der Panasonic ja auch super einfach. Über die Panorama-Funktion, das heißt, ich mache die Kamera an, stelle sie auf Panorama und ziehe dann einfach nur das Bild entsprechend entlang. Und schon habe ich ein Panoramabild. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach von der Bedienung her. Ich muss nicht irgendwelche Bilder nachher mit irgendwas Software zusammensetzen. Die Kamera setzt ein gesamtes Bild zusammen. Und genau. Das ist das Schöne daran. Gibt es denn irgendwas an der Kamera, was dir nicht so gefallen hat, was dir so ein bisschen negativ aufgefallen ist? Ja, leider schon. Okay. Also bei der Handhabung, diese kompakte Größe macht sich dann doch bemerkbar, wenn man sie in der Hand hält, gerät man vielleicht leicht mit dem Finger vor den Blitz. Und das könnte, ist vielleicht ein bisschen optimierungsbedürftig, weil wir kennen es von der Panasonic TZ101. Da klappt der Blitz hier oben raus und eigentlich ist da nie ein Finger vor. Ja, klar. Das ist natürlich schon ein Punkt, wo du recht hast, wo man halt wirklich aufpassen muss. Ja. Was ist dein Fazit zu der Kamera? Also ein Fazit kann man auf jeden Fall ziehen, dass es eine super Kamera für die Reisefotografie ist, wenn man nicht wirklich was wirklich Schweres an Kamera mitnehmen möchte, sondern etwas Kompaktes haben will, was super Bildergebnisse liefert und einen riesen Zoom-Bereich hat, dafür ist sie echt ideal. Und gerade dann eben in der Verbindung mit den Tablet-Apps, mit der Smartphone-App, dass man es direkt hochladen kann, noch vom Strand quasi. Ja, vom Urlaubsort. Dafür ist sie auf jeden Fall super geeignet. Ja, super, also wie gesagt, ich als Fachmann kann nur sagen, eine schöne neue Reisekamera, die viele Features dabei hat, die sich gerade für Einsteiger auch lohnen, die auch sehr interessant sind. Wenn Sie sich selber von der Kamera überzeugen möchten und sie auch mal ausprobieren möchten, kommen Sie auch einfach gerne bei uns im Geschäft vorbei. Und das Video hat Spaß gemacht? Ja, also ich kann auch nur sagen, kommen Sie vorbei, testen Sie die Kamera aus. Wir können Ihnen jeden Wunsch in dem Sinne in Sachen Kamera erfüllen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie bestimmte Einstellungen nochmal sehen wollen, die Sie jetzt nicht ganz mitbekommen haben im Video, oder halt nochmal bestimmt auf eine Einstellung einzugehen, kommen Sie vorbei. Ja, wir würden uns gerne Sie im Laden sehen, würden uns freuen, wenn Sie vorbeischauen. Ja, ich bedanke mich bei dir auch und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.